herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind gerade auf dem Weg zum Nürburgring, zum dritten Rennwochenende des ADAC Tourenwagen Junior Cup. Ja, wir sind jetzt angekommen auf dem Nürburgring und dann geht es auch gleich rein ins erste freie Training. Mal gucken, wie die Strecke so ist. Ich habe viele Stunden wieder am Simulator verbracht und ja, ich fühle mich eigentlich gut vorbereitet und dann freue ich mich auch schon richtig dann aufs erste freie Training. Also das erste Training heute am Donnerstag ist vorbei. Also wir hatten 2 Stunden langes Training. Konnten an sich viel ausprobieren. Ich hatte nur manchmal ein paar Probleme mit der Sitzposition. Mein Fuß ist irgendwie mal eingeschlafen. Es ist auch echt komisch. Also wir wissen auch noch nicht so richtig, an was es liegt. Wir haben dann alles noch geändert von der Sitzposition her, aber ja, konnten es bis jetzt noch nicht lösen. Dann ja, müssen wir halt morgen gucken. Aber wir haben schon so ein bisschen eine Idee, an was es liegt. Auch sonst, ja, war relativ gut. Die Strecke macht richtig Spaß. Also Nürburgring ist eine richtig gute Strecke. Man ist auch gar nicht so oft auf 2 Rädern, wie ich gedacht habe. Aber ja, macht auf jeden Fall richtig Spaß. Und dann mal schauen, wie das dann morgen so ist. Da ist dann auch erstes Training früh und dann abends noch das erste Qualify. Ja, mal schauen, wie das so wird. Ja, guten Morgen hier vom Nürburgring. Heute ist Freitag, also jetzt ist gleich nochmal Training. Und dann heute Abend später ist dann das erste Qualify. Ja, momentan ist es noch ein bisschen nass, also es hat heute Nacht richtig geregnet. Oh ja, ist halt so typisch Eifelwetter. Aber ja, ich denke mal, die Strecke trocknet dann auch ab und dann mal schauen, was dann im Training so geht. Also das erste Training heute am Freitag ist vorbei. Ich hatte wieder Probleme mit meinem Fuß, der ist wieder eingeschlafen. Ich wissen noch nicht so richtig, an was liegt. Wir haben jetzt noch ein Kissen an meinen Rücken getan, dass es vielleicht vom Rücken herkommt. Keine Ahnung, das müssen wir auf jeden Fall irgendwie lösen, das Problem. Ich hoffe mal, das haben wir jetzt fürs Quali gelöst, das ist jetzt auch gleich. Ja, mal schauen, was da so geht. Ja, das Qualify ist jetzt auch vorbei. Ich wurde 5. Ich bin aber nicht richtig zufrieden damit, weil wir konnten das Problem mit meinem Fuß nicht lösen. Also das fühlt sich halt so an, jetzt spürt man seinen Fuß von jetzt auf dann nicht mehr. Also ich habe überhaupt nicht mehr gemerkt, stehe ich jetzt auf dem Gas und wie weit und so. Das, wir wissen noch nicht, an was es liegt. Das ist auch ein bisschen frustrierend. Ich weiß nicht so richtig, was wir da jetzt dagegen machen sollen. Wir probieren es jetzt mal mit neuen Schuhen und keine Ahnung, was wir da jetzt noch machen sollen. Aber ja, P5 ist jetzt auch nicht das Allerschlechteste, also damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Ich hoffe mal, dass ich dann morgen das Rennen auch fahren kann. Bis jetzt war es so, ich konnte 2 Runden fahren und danach ging gar nichts mehr wegen meinem Fuß. Ja, ich hoffe mal, es muss auf jeden Fall morgen besser werden. Ja, guten Morgen hier vom Nürburgring. Heute ist Samstag, der erste Renntag. Es regnet den ganzen Tag, es soll auch nicht aufhören mit Regnen, also wahrscheinlich in Red Race. Und ja, mal schauen, wie das so wird. Und wir sehen sie schon auftauchen, die Fahrzeuge aus dem Hause von VW, die abgeht, die East, das ADAC Tourenwagen Junior Cup, die hinter dem Führungsfahrzeug ihre Formationsrunde, ihre Warm-Up-Lab aktuell absolvieren. Der ADAC Tourenwagen Junior Cup wurde vor 3 Jahren vom ADAC Weser Ems ins Leben gerufen. Georg Motorsport vertreten mit Maxim Felix Dacher im Fahrzeug der Startnummer 67, der bis dato 2 4. Plätze als beste Rennposition sein eigen nennen durfte. Wir schauen auf die noch rot geschaltete Startampel. Jetzt ist die Jagd freigegeben. Sofort kommt Druck. Sehr
Patrick Fuchs in Holzappel zu Hause, der ADAC-Mittelrhein-Pilot. Geht mit dem VW ab, geht die in die Mitte der ersten Startreihe hinein. Versucht sich jetzt hier natürlich durchzusetzen. Wer geht als letztes in die Bremsanlage? Das wird eine ganz enge Kiste werden, Leute. Zu viert nebeneinander geht das dort unten nicht. Fuchs hat die führende Position übernommen. Bitte keinen Bremsfehler sich erlauben. Ganz sauber taucht das Feld in die AMG-Arena ein. Manch einer geht ein bisschen weit außen herum. Das ist Tourenwagensport, wie wir ihn uns wünschen. Und hier sehen wir den Mann aus dem Erzgebirge. Der geht jetzt auf Platz 3, kann sich vielleicht hier durchsetzen in der AMG-Arena. Das wäre natürlich ein absoluter Knaller, wenn Maxim Felix Dacher im 67er-Fahrzeug sofort vorne reinfahren kommt. Der kommt aus der 5. Startposition. Und mit der 22 sehen wir auch einen Mathis Bluschkel, den Trainingsschnellsten, der hier versucht, die Pace hochzuhalten. Der ist mal mir nichts, dir nichts auf die 6. Position zurückgefallen. Leon Arndt hat schon einmal die 2. Position eingenommen. Der 16-Jährige, der Motorsportpilot, der Vizemeister des letzten Jahres. Und da gibt es einen kleinen Ausdruck im Bereich der Gotthard-Spange in der Kurzanbindung. Leon Arndt in der 2. Position, der bekommt Gesellschaft. Maxim Felix Dacher, der lässt ihm hier keine Ruhe. Möchte man einen Vergleich anstellen? Hier oben bei uns in der Eifel, da gibt es ja die Frikadelli-Mannschaft. Da hat man jahrelang immer gesagt, die schnellste Frikadelle ist unterwegs. Und das hier ist der schnellste Pizzabote überhaupt, der aus dem Erzgebirge kommt, aus Schwarzenberg. Freddy Fresh Pizza, das ist einer seiner Sponsoren. Und diese Mannschaft von Georg Motorsport feiert der in diesem Jahr rund um Tibor Georg das 50-jährige Bestehen und der klebt förmlich hinten im Kofferraumdeckel des vor ihm platzierten 42er-Fahrzeugs des 16-jährigen Piloten aus Hockenheim drin. Geht mal ein bisschen raus, möchte ihn nervös machen, den Leon Arndt, der ja den ersten Auftakt für sich hat entscheiden können auf dem Hockenheimring im ersten Wertungsdurchgang. Ja, bis zu diesem Moment hier lief das Rennen auch richtig gut. Ich lag auf der 3. Position. Und ja, jetzt hört man aber schon, ich bekomme den 5. Gang nicht rein. Irgendwas funktioniert da nicht. Das paar Mal versucht und damit habe ich so extrem viel Schwung verloren. Und ja, das war auf keinen Fall gut. Und auch in München ist man wach geworden bei dieser Serie. Sonst hieß das Ganze ja Tourenwagen Junior Cup. Der ADAC hat jetzt die Namensgebung übernommen, nachdem der ADAC Weser Ems die ganze Arbeit hier geleistet hat. Hervorragende Arbeit. Und jetzt greift der Pizzadienst aus dem Erzgebirge an. Jetzt setzt er sich neben den Rheinländer, neben Julian Konrad, der 15-Jährige, bekommt er den ganzen Druck von Maxim Felix Dacher zu spüren, der erst 16 Jahre jung ist, Rundstrecke gefahren im Kartsport, wie auch ein Julian Konrad. Und so schnell kann es gehen, da ist Konrad fast am Ende dieser Fünfergruppierung aufgeführt. Da geht ein bisschen allen die Luft auf, Konrad. Dann sehen wir den Schweizer abdriften ins Kiesbett, sofort wieder Gang 1 eingelegt, wieder zurückgekehrt, fast an Jule Maimann noch angeklopft. Das ging ganz eng zur Sache. Das ist eben Tourenwagensport. Da darf man ein bisschen schieben, ein bisschen drücken, aber es muss alles ganz fair über die Bühne gehen. Ja Leute, wie sollte das auch da funktionieren? Kleiner Drift vom Erzgebirger und dann kurzes Anklopfen vom Rheinländer. Und der Schweizer aus den Bergen, der musste sich ganz kurz neben der Strecke wiederfinden. Und jetzt werden wir die Aufholjagd von Mike Müller erleben, der ja in diesem Jahr auch schon einen Wertungslauf für sich hat entscheiden können. Also Druck wird weiterhin ausgeübt. Wer war der Sieger in diesem Jahr? Arndt, Bluschkel, Müller und Tim Melzer haben wir hier schon in diesem Jahr als Sieger gratulieren dürfen. Replay in der AMG-Arena. Ja, auch da ging es noch einmal mächtig zur Sache. Bisschen Lackabtausch, das tut den Fahrzeugen überhaupt nichts. Aber das ist die Fahrkunst, die wir gerade erleben. Ein Mann, der die schnellste Runde abgeliefert hat, Mathis Bluschkel. Und dann dreht sich Felix Dacher im Moment in der AMG-Arena über den Teppich, den grünen Teppich, bisschen raus, erster Gang reingelegt, wieder durchbeschleunigen, mein Lieber. Maxim Felix Dacher und dann wieder die Jagd aufnehmen. Und da ist auch gerade vorbeigezogen Tim Melzer, der in Deutschland geboren ist, sein ganzes Leben lang in Rumänien verbracht hat. Und Tim Melzer, der ist auch jetzt hier wieder in Jagd natürlich Richtung vorne unterwegs. Hat ja heute auch schon seine Probleme gehabt. Ja, der Dreher war natürlich alles andere als gut. Aber da darf man sich im Rennen nicht unterkriegen lassen und muss sofort wieder angreifen. Ja, zum Glück hatten wir das Problem mit meinem Fuß gelöst. Also es ging wieder alles mit Fahren und Gas geben und Bremsen und sowas. Und ja, dann hier gleich das Überholmanöver von Platz 11 dann auf Platz 10.
So, dann war man immerhin schon mal wieder in den Punkten drin. Ja, hier noch das Überholmanöver von Platz 10 auf Platz 9. Hier habe ich versucht, meinen Gegner innen auf die nasse Spur zu drücken, damit er da weniger Grip hat zum Bremsen. Und ja, das hat auch gut geklappt. Aber ja, es war am Ende Platz 9 und das ist aber trotzdem nicht das, wo wir sein wollen. Es muss auf jeden Fall weiter nach vorne gehen. Noch einmal die absolut schnellste Rennrunde, 3 Sekunden schneller als die vorhin platzierten. Der war bis auf eine Sekunde herangekommen. Mathis Pluschkel, der gewinnt diesen Wertungslauf. Maxim Felix Dacher auf 9 vor Tim Melzer. Ja, also das erste Rennen ist vorbei. Es lief sehr unglücklich eigentlich. Also ich bin ja von 5 gestartet, war dann ein paar Runden lang auf Platz 3. Und dann habe ich auf der einen langen Gerade den 5. Gang nicht reinbekommen. Ja, muss jetzt auch mal gucken, an was das da so richtig lag. Ja, das hat mir jedenfalls sehr viel Zeit dann gekostet. Dann kam ich jetzt am Ende auf Platz 9 ins Ziel. Es hat dann auch jemand eine Strafe bekommen. Also ich war jetzt am Ende 8. Und ja, war auf jeden Fall nicht das, was ich mir dann erhofft habe. Mal schauen, ob es dann morgen in die richtige Richtung geht. Der Speed war auf jeden Fall da, so auch fürs Podium. Auf jeden Fall auch schon gut zu wissen. Ja, guten Morgen hier vom Nürburgring. Heute ist der letzte Tag, also Sonntag. Das erste Qualify war heute schon und ich konnte 2 Runden fahren, dann war das Getriebe kaputt. Ja, ist alles ein bisschen blöd irgendwie. Läuft dann nicht so das Wochenende. Muss jetzt auch das Rennen dann jetzt vom letzten starten. Ja, keine Ahnung, was man dazu noch sagen soll. Also mal schauen, was da noch so geht. Also ich kann jetzt so nach vorne gehen. Und ja, ich hoffe mal, das Auto kann wieder repariert werden. Und dann geben wir im Rennen richtig Gas. ADAC Tourenwagen Junior Cup, eine Serie, die vom ADAC Weser Ems ins Leben gerufen wurde. Und jetzt werden wir hier mit Sicherheit wieder ganz tollen Motorsport erleben. Gestern das Rennen hat uns ja hier alle von den Sitzen gerissen. Und die 3-Minuten-Tafel wird vom Race Control Tower schon einmal rausgehalten. Es werden die letzten Bilder vom Grid gemacht. Und wir schauen in die Startaufstellung. Müller auf 1, Leon Arndt auf 2, Pluschkel gerade angesprochen auf der 3. Position. Und dann haben wir noch dabei Zino Falke und Maxim Felix Dacher, die im Training leider einige Probleme hat. Feld steht. Wir schauen auf die grüne Flagge, die am Ende gezeigt wird. Und wenn diese dann in Erscheinung tritt, dann wird vorne die Startampel aktiviert. Und das ist in diesem Moment der Fall. Wie wird man hier wegkommen? Wie geht die Reise los? Müller, Arndt, Pluschkel und Schlichenmeier. Und wir haben alle Fahrzeuge hier in Bewegung. Keiner hat das Fahrzeug abgewürgt. Das ist mal das Wichtigste. Und wir sehen auch die erste Attacke, die gefahren wird. Linus Hahne, der Meisterschaftsführende, der möchte natürlich nach vorne. Ist auf der Seite der Boxenmauer unterwegs. Das grün-weiße Fahrzeug von H. Und er, Cedric Fuchs, schert mal rüber Richtung der Tribüne. Aktuell hier auf der 6. 7. Position. Da gibt es jetzt die Bremsphase. Bloß kein Anschieben. Das geht ganz sauber hinein in die AMG-Arena. Unterwegs sind gemeinsam mit dem Mann aus dem Erzgebirge, mit Maxim Felix Dacher. Und Maxim Felix Dacher, Leute, wo fährt der rum momentan? Auf der 11. Position. Den haben wir in diesem Jahr auch schon weit vorne erlebt, als er eben beim Eurospeedway Lausitz 2-mal auf Platz 4 über die Ziellinie drüber gefahren ist. Also hier ist wirklich auf allen Positionen in den Wertungsläufen was möglich. Nächsten Veranstaltung in der Motorsportarena in Oschersleben am letzten Wochenende im Juli. Und ihr schaltet euch dann bitte alle wieder in den ADAC Racing Weekend Livestream ein. Da fuhr man in der letzten Runde allesamt mit persönlich schnellsten Zeiten hier.
Mannschaft in der Meisterschaft. Die Hancock greifen, die mussten gerade einiges leisten hier beim Fahrzeug von Mike Müller, das Auto der Stadt Nummer 7. Und jetzt haben wir auch hier auf jeden Fall noch einmal im hinteren Mittelfeld, das ist doch genau das, was ihr sehen wollt. Zu dritt geht es hier fast nebeneinander durch die AMG-Arena. Im Mittelteil hat man sich wieder einsortiert. Und vorne, das ist der 67er, den wir auch schon über den Klee gelobt haben an diesem Wochenende, der wirklich eine tolle Performance an den Tag gelegt hat. Maxim Felix Dacher, der ist 16-jähriger Pilot aus Schwarzenberg. Das liegt im Erzgebirge. Der hat hier schon wirklich tolle Rennen in diesem Jahr abgeliefert. Der Georg Motorsport-Pilot ist in der Meisterschaft momentan auf der 8. Position. Aber das tut nichts zur Sache. Wir erleben ihn hier im Moment. Vorne, da ist Maxim Felix Dacher auch noch mit Sicherheit dabei, für Furore zu sorgen. Maxim Felix Dacher, der vor Julian Konrad unterwegs ist. Und hier haben wir die 67. Die wird natürlich auch alles Menschenmögliche dran setzen, um diese jetzt neu eingenommene Position zu behalten. Denn der ist an Bauch Müller und an Linus Hahne vorbeigezogen. Das Ganze wird auch gleich hier auf dem Monitor der Zeitnahme so registriert werden. Und Maxim Felix Dacher, der Pilot aus dem Erzgebirge, auf 6 hat Linus Hahne zurückgedrängt. Das ist schlecht für den Meisterschaftsführenden. Luschkel, Melzer, Müller, Arndt, Schlichenmeier. Dann haben wir den nächsten, das ist Maxim Felix Dacher. Wir haben wirklich die ganze Republik hier vertreten. Das Ergebnis noch einmal im Überblick. Mathis Pluschgel vor Tim Melzer, vor Mike Müller. Leon Arndt der Vierte. Wir haben dann in der 5. Position Max Schlichenmeier vor Maxim Felix Dacher. Linus Hahne, der Meisterschaftsleader, wird nur 7 platziert. Ja, also das Wochenende ist jetzt vorbei. Ich bin jetzt von 13 gestartet, also vom letzten Platz. Konnte mich vorkämpfen bis auf den 5. Und ja, hat schon extrem Spaß gemacht. Ich konnte auch viel dadurch lernen. Aber naja, gut, 6. Platz ist nicht das, wo wir richtig hinwollen. Ich muss auf jeden Fall nach vorne gehen. Ich habe jetzt gemerkt, von der Pace her ist es auf jeden Fall möglich. So, ich denke mal, wäre das Qualify halbwegs gut gegangen oder so, dann würde das schon anders aussehen. Aber so, gut, ich konnte wir hatten gute Fights, ich konnte gut nach vorne fahren. Und ja, auf jeden Fall viel gelernt. Mal schauen, wie es dann weitergeht. In 4 Wochen ist dann Ortschaftsleben. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Vielen Dank fürs Zusehen. Dann sehen wir uns im nächsten. Das Problem. Das passt schon.